Hi und herzlich willkommen zurück bei Henriettas Hip-Hop-Stunde. Auch von mir ein recht herzliches Willkommen zurück zur dritten Episode von Henriettas Hip-Hop-Stunde. Heute fangen wir auch wieder mit dem Aufhören an, würde ich sagen, bevor wir in den Hip-Hop-Tanz gehen. Genau, heute ist der Move eher ein bisschen auf die Arme spezialisiert, deswegen werden wir auch heute die Arme dehnen. Dazu stellen wir uns einmal wieder ein bisschen breitbeinig hin, ein bisschen breiter als schulterbreit. Dann heben wir einmal den rechten Arm hoch und lehnen uns so zur Seite, dass es hier ein wenig ziehen sollte. Genau, dann immer so ein bisschen nachwippen. Da kommt man besser in die Dehnung mit rein. Dann nehmen wir einmal den linken Arm und zur anderen Seite. Auch hier wieder ein kleines Ziehen, aber bitte nicht so, dass es schmerzt. Dann wieder zurück. Heute machen wir noch eine zweite kleine Dehnübung für die Arme. Dabei strecken wir einmal den linken Arm aus und nehmen den so, dass es hier ein klein wenig ziehen sollte. Das dann ein bisschen halten, lösen und einmal zur anderen Seite. Dann hier wieder ein bisschen ziehen, aber nicht schmerzen. So, wenn die Arme aufgelockert sind, können wir auch direkt weitermachen mit dem Dance-Move für heute. Der sieht so aus. Jetzt zeigen wir euch wieder die Arme und die Beine getrennt. Die Arme sind dabei heute mal der schwierigere Teil. Die gehen immer auf, wenn man springt, dann geht ein Arm zur Seite, wieder auf und der andere zur Seite. Auf, zur Seite, auf und zur Seite. Die Füße machen dabei gar nicht mal so viel, sondern wir machen immer nur so einen ganz kleinen Hüpfer zwischendurch. Genau, einfach mal so ein bisschen rumhüpfen auf der Stelle. Und der Hüpfer kommt immer dann, wenn man beide Arme zur Seite ausgestreckt hat und zusammen sieht, sollte das dann ungefähr so aussehen. Hüpfen und auf, Arm zur Seite raus. Hüpfen und auf, Arm zur Seite raus. Hüpfen und auf, Arm raus. Hüpfen und auf, raus. Das ist der Dance-Move für heute. Genau, aber auch hier wieder, bevor die Musik losgeht, wir werden erst wieder die Moves von vorgestern und gestern tanzen, also den Move von heute hinten dran an unsere Choreo hängen. Genau, dabei zur Erinnerung, der erste Move, das war der Kickball-Change, der ging so. Der zweite Move war dieser hier. Und das Ganze tanzen wir jetzt nochmal zusammen mit Musik. 5, 6, 7, 8. Achtung, neuer Move. So, super, jetzt können wir schon eine ganze Menge. Und das war auch schon das Ende unserer dritten Folge und unseres dritten Tanzmoves. Solltet ihr noch Fragen haben zu den ersten beiden Tanzmoves oder der Stunde heute, haben wir euch alle nochmal auf unserem Kanal als Playlist zusammengefasst. Klickt euch mal durch und wir würden uns freuen, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!